Alpha Kevin exposed. Eieieiei. Ui, scheiße, Alter. Ich werde richtig exposed. Oia, scheiße. Cringe it in. Alter, sie hat ein fettes Cringe it in. Schaut euch jetzt mal an. Let's go. Okay. Was geht? Nice, wieder ein Intro ohne Musik. So muss es sein, Leute. Freunde, heute geht's um Alpha K. Der hat sich mal wieder in seinem letzten Livestream in Grund und Boden blamiert. Manchmal frage ich mich wirklich, Alpha Kevin, was machst du da? Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch wirklich nicht dein Ernst sein. Meinst du das wirklich ernst? Auf jeden Fall, wir ziehen uns jetzt die Blamage rein und starten. Ich freue mich schon wieder, wenn Buchi darunter kommentiert, ja? Wenn er der Erste ist, der wieder einen Kommentar ablässt, wie geil doch das Video geworden ist. Okay, ich bin echt mega gespannt. Direkt ins Video. Herz auf der Zunge, los geht's! Auf jeden Fall, mir haben 3-4 Leute die Adresse von Alpha Kevin geschickt und die meinten. Oh ja, auf jeden Fall haben die Adresse geschickt, ja. Safe. Die meisten, die hier wohnen, wissen noch nicht mal. Also, erstmal, ich bin mit jedem cool hier. Ich hab wirklich niemanden, der mich hasst. Und wirklich, ich selbst von Freunden kenne nur ein paar meine Adresse. Wahrscheinlich hat er die Adresse. Real Talk, das wird mich echt interessieren, wo er die Adresse hat. Zu mir, ich solle Alpha Kevin den Hintern versohlen. Bei diesen Nachrichten denke ich mir einfach nur so, was soll mir das bringen? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Wieso soll ich Alpha Kevin einen auf die Bühne brettern? Ich distanziere mich an der Stelle auch von irgendwelcher Gewalt. Das finde ich gut. Das Wort schwul als humoristische Beleidigung oder beziehungsweise... Stimmt, natürlich, du kannst das natürlich als Humor immer abwerten, ja. Du kannst sagen, ja, es war Humor, ja, also dann ist ja alles in Ordnung. Ist halt einfach Humor, eine homophobe Aussage, ist halt einfach Humor, ja, das ist zweimal die Kuh an der Stelle. Da muss ich mich schon wieder einfach nur an den Kopf fassen. Alpha K würde sowas natürlich nur sagen, wenn er natürlich auf der sicheren Seite ist und sowas natürlich nicht machen würde. Aber da habt ihr euch mächtig getäuscht, denn schauen wir uns die letzte Story von Alpha K an, kommt dabei Folgendes raus. Ich hab die Story nicht mehr, aber Alpha Kevin meinte, dass Schwule keinen Bart haben. Er kann es ja gerne wieder nehmen. Ist das dumm? Oh mein Gott. F in den Chat, please. Ach du heilige Margrethe. Oh shit. Wait, der hat das Meme nicht verstanden. Alter, ich muss mal gucken, ob ich die Story irgendwo wieder aufgreifen kann. Wo ist das Bild? Ohne Scheiß, ihr würdet euch schlapp lachen, wenn ihr das sehen würdet. Real Talk, ihr würdet euch richtig schlapp lachen. Weil das so unfassbar dumm ist. Ach du Scheiße. Wie krass soll der Typ jetzt außersehen hops genommen werden? Ich sag jetzt einfach mal ja. Also merkt euch, pass auf, merkt euch das, was hier steht, okay? Merkt euch das, was hier steht. Ich schick mir jetzt ganz kurz selber das Bild rüber. Damit ihr seht, wie unfassbar dumm das ist. Ach du, warte, es wird gleich noch viel dümmer, als ihr überhaupt denkt, okay? Guckt euch das an. Alright, pass auf, das hier habe ich in meine Story am 25. Mai gepostet. Hier, Frage, das ist von frage.net. Bin ich schwul, wenn ich mit 18 noch keinen Bart habe? Bei mir wächst einfach kein Bart und ich bin jetzt bald 19 Jahre alt. Kann es sein, dass ich schwul bin? Ich habe geschrieben, die Seite ist so verloren. Ich meine, klar ist man dann schwul mit einem Clown-Gesicht. Und der schreibt deswegen, oder der sagt deswegen, ja, also, ganz schön homophob hier, ja, ganz schön homophob. Ich meine, selbst wenn es ernst gemeint ist, ist das noch nicht mal eine homophobe Aussage. Oder irgendwas gegen Schwule. Oh Gott, das ist ja so... Ey, das ist ja übel dumm. Das ist ja übel dumm, Alter. Azarix, falls du das sehen solltest. Ey, das macht mich richtig fertig. Noch nie sowas Schlechtes gesehen. Real Talk. Noch nie, also das ist wirklich so schlecht, dass es mich fertig macht, wie unfassbar schlecht das ist. Er meinte, dass Schwule keinen Bart haben. Er kann es ja gerne widerlegen. Ist das geil, Alter, der stellt das gleich mit seinen Titeln, wo der sagt, Lechanko ist schwul. Auf voll ernste Basis. Okay, nice. Also, bei dir ist es Humor, aber bei mir dann auf einmal nicht mehr. Alright. Wen willst du dir verarschen, Digga? Also, ich weiß, also wirklich, du musst gar nicht so viele Videos überhaupt durchgucken, um irgendwann mal eine Aussage von mir zu finden, dass ich gegen die AfD bin. Also, wie oft sage ich bitte, dass ich die AfD bei weitem nicht befürworte und die AfD wirklich scheiße finde? Also ich habe auf Twitter, wirklich, sind meine gefühlt, meine ganzen Tweets sind über AfD und im negativen Kontext. Auf Instagram, wollen wir jetzt wetten, ihr blendet jetzt gleich Twitter ein und sagt, es ist gar nicht jeder Tweet gegen die AfD. Weil ich gesagt habe, gefühlt jeder Tweet, ich keine Ahnung, so 3, 4, 5, 6 Tweets habe ich draufgehauen, aber wieder auch kaum. Kram, poste ich sehr, sehr viele Stories,
gehen gegen die AfD. Ich habe schon viele Videos gemacht, wo ich gesagt habe, dass die AfD alles andere als befürworte. Und auch schon damals, als das Ganze anfing, ne? Die ganzen Anfangssachen mit damals Buri, dann kam Hashtag Joker dazu, Umut Abi. Da habe ich auch in meinen Videos gesagt, dass ich gar nichts mit der AfD zu tun habe. Weil da wurde ich auch schon als AfD-Wähler bezeichnet. Und ich habe gesagt, ich bin wirklich alles, aber bei weitem kein AfD-Wähler, ja? Ich bin zu 0% rechts. Also bei deinen Aussagen kann es sich natürlich auch nur um einen Abwehrmechanismus handeln, um ja den Verdacht von dir wegzuschieben, damit keiner denkt, dass du ein AfD-Wähler bist. Also ich persönlich bezweifle, dass du 100%ig gegen die AfD bist. Aber ich meine, jeder hat natürlich seine eigene Meinung. Ey, ich kann, Real Talk, ich kann es nicht glauben. Es ist für mich gar nicht möglich. Die nächste Aussage völlig lost. Okay, also wenn ich trotzdem ja eigentlich die AfD insgeheim mag, warum in aller Welt setze ich Tweets ab, die gegen die AfD gehen? Aber würde ja gar keinen Sinn ergeben, ja? Warum soll ich dann einfach tweeten, Sachsen ist echt so verloren, so viele AfD-Wähler, die scheinbar Bock haben, dass sich die Geschichte wiederholt. Beziehungsweise haben die nicht mal Ahnung, was früher passiert ist. So, sowas zum Beispiel. Dann, deshalb verachtet jede Zelle meines Körpers die menschenfeindliche Partei. Es ist erschreckend, dass es Menschen gibt, die scheinbar aus der Geschichte nichts gelernt haben. AfD. Natürlich poste ich sowas mit dem Hintergedanken, dass ich die AfD echt nice finde. Ja? Alright, auf jeden Fall wird das der Fall sein. Ja? Er hat so recht. Und das würde ich natürlich sagen, wenn ich die AfD eigentlich nice finde. Ja? Er hat so recht. Ich finde einfach, das ist ein Pfeifert. 80%, 47%. Warte mal, ich habe sogar noch Bilder auf meinem... Warte. Achso, wait, ich muss nicht rüber. Wait. Ich habe sogar noch Bilder auf meiner Festplatte. Das möchte ich... Ich möchte ihm mal ganz kurz erzählen, dass es nicht stimmt, ja, was er jetzt gerade eben erzählt. Das sind jetzt gerade Lügen, die er mir hier gerade auftischen möchte. Wait, dafür habe ich extra ja einen Ordner mir angelegt, damit ich euch zeigen kann, wie das bei ihm aussah. Warte, Razzal. So, wir gucken uns das jetzt einfach mal an, wie seine 80% Like-Rate aussieht. Pass mal auf. Schaut euch mal bitte seine 80% Like-Rate an. Okay, yeah. 80% Like-Rate, 13%. Und das übrigens, bevor alles war, ja? Bevor alles war. 13%, 79%, 64%, 64%, 67%, 75%. Hier mal 85%, 92%, hier 54%, 80%. Ja, stimmt. Deine ganzen 80, 90% Like-Raten. Eigentlich alles zerschmettert, ja? Mhm. Wirklich alles zerschmettert. Das ist halt mies, ja? Das ist halt schade, true, so. True. Halt einfach alles. Seht ihr, dass hier alles 80% ist? Seine letzten 6 Videos waren alle über 80% safe. Gebe ich ihm komplett recht, ja? Also wirklich. True story. Junge, einfach live hops genommen, ja? Einfach live hops genommen. Mal schauen, wie der das jetzt rechtfertigt. Weil faktisch gesehen habe ich zu 100% recht. Da gibt es auch gar nichts, was er jetzt dagegen sagen könnte. Erzählt er uns hier auf jeden Fall gar keinen Käse. Erzählt natürlich nur die Wahrheit. Ich verstehe jetzt nicht, wieso er so ein großes Thema daraus macht. Like hier, dislike da. Also man merkt auf jeden Fall, dass du richtig like-geil bist. Ich glaube, der... Auf einmal ist es kein Thema. Selber bringt er den Punkt an. Ja, also bei mir, die ganzen 80% Like-Raten sind auf einmal übel runtergegangen. Also achtet er doch übel auf die Bewertung. Wenn der jetzt rumheult, dass die Like-Rate runtergegangen ist. Dann sagt er, ja, bei mir war alles 80% Like-Rate. Also hat er schon drauf gegeiert. Dann sage ich, das war nicht so. Und jetzt sagt er, ja, wie kannst du jetzt darauf achten? Du bist ja ganz schön Like-geil. Also wie viel Five-Head-Moves stecken in diesem Video drin, ja? Das ist meine Frage. Er würde sogar seine ganze Familie für Likes verkaufen. Ich habe mich auch mit größeren YouTubern über diesen Alpha-Kevin ausgetauscht. Die meinten auch, dass... Bitte sag mir, welcher große YouTuber mit dir gesprochen hat. Dass sie es mit dem langsam satt haben mit seinen mächtigen Meinungsblogs. In nächster Zeit wird auf jeden Fall einiges auf dich zukommen, lieber Alpha. Also ich weiß nicht, wer andere Leute nach dem Aussehen Oh Gott, Alter, das ist so cringe. Real Talk ist so cringe. Ja, bestimmt so Umut Abi oder sowas. Ja, die ganzen großen YouTuber. Umut Abi, Hashtag Joker, Shady. Wobei, Shady würde, glaube ich, nichts machen. Ich weiß es nicht. Vielleicht noch... Ja, bei Buri weiß ich nicht, aber ich glaube, der will gar nichts mehr zu irgendwas machen. Kritisiert, weil ich meine, du müsst ja alles besser machen, wenn du andere Leute dafür kritisierst. Oder habe ich Unrecht? Stabiler Bartpuder, ja, also... Yes. So, dieser... Das ist... Ja. Der war nice. Das ist so los. Das ist so, weißt du, okay, so dieser erste Bart, den man bekommt, mit 13 Jahren. True. Sieht auf jeden Fall stabil aus, ja. Er hat übrigens sehr breite Schultern, muss ich ehrlich sagen. Also wirklich seine Schultern, also ich meine sein,
Übrigens, nur mal so, damit ihr den Kontext versteht. Er hat sich über meine Frisur lustig gemacht und ich soll mir doch mal einen Anwalt holen gegen meinen Friseur, hat er ja gesagt. Danach habe ich natürlich auch mal ganz kurz sein Äußeres angesprochen, weil er natürlich selber Adonis himself ist. Der ist halt einfach perfekt, das muss man einfach mal so sagen, ja. Nur damit ihr Bescheid wisst, ja, kommt nicht von einfach so, sage ich mal. Starkes Argument, lieber Alpha. Schaut euch mal an, wie sich seine Stimmlage und so weiter verändert, weil er gemerkt hat, dass er hier erwischt wurde. Aber er kann es einfach nicht zugeben. Das sind diese... Weil er hier erwischt wurde, beweist mir doch das Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe. Er sagt in seinem Video, dass ich einen Anwalt gegen meinen Friseur einschalten soll. Und dann sag ich, guck dich doch selber mal an, stabiler Bartbruder. Und dann sagt er, ja, jetzt kommst du nur damit an. Ja, guck mal, wie die Stimme flattert. Jetzt hat er aber ein ganz großes Problem. Cringe an der Stelle. Sehr nicer Typ. Die einfach nur eine weiße Weste haben wollen. Und einfach keine Fehler zugeben können. Wie zum Beispiel diese Alpha. Aber Azarix hat definitiv recht. Ich meine, wenn schon in Umut Abi sagt, dass ich ihn gestrikt habe, dann habe ich ihn natürlich definitiv gestrikt. Also nur mal zur Info. Ich habe auf der Plattform YouTube noch nie in meinem gesamten Leben einen Kanal gestrikt oder ein Video gestrikt. Oh, jetzt bin ich gespannt. Also ich finde diesen Punkt sehr, sehr bedenklich. Denn ich war ja nicht der erste YouTuber, der nach einem Video gegen dich gestrikt wurde. Es wurde ja auch Umut Abi gestrikt. Und... Zeig mir Beweise! Zeige mir, please! Please, please, please! Zeig mir bitte Beweise, dass ich jemanden gestrikt habe! Und du hättest ruhig die anderen Sätze auch noch einblenden können, indem ich gesagt habe, es muss dastehen, dass der Antragsteller dieses Strikes Alpha Kevin war. Oder mein richtiger Name war. Zeig mir bitte Beweise, weshalb ich irgendjemand gestrikt habe in meinem ganzen Leben. Please! Ich habe noch nie jemand gestrikt! Buri hat auch fast seinen Kanal verloren. Also ich meine, da muss ja irgendwas zusammenhängen. Also das kann ja wohl kein Zufall gewesen sein. Wenn viele Leute ein Video melden und dieses Video gegen die Richtlinien von YouTube verstößt, guckt sich YouTube das Video an und sperrt diese Videos. Das war der Fall. Würde es nicht so sein, dann und ich hätte ihn gestrikt, dann bitte ich auch Buri oder wer auch immer, dass er zu Razarix die Beweise schickt. Und dann soll mir Razarix das zeigen, wie ich ihn gestrikt habe. Bin ich sehr, sehr gespannt, ob ich wirklich den lieben Razarix gestrikt habe oder auch den Buri gestrikt habe. Aber ich meine, Razarix wurde ja gestrikt von mir. Dann hat er ja selber die Bestätigung, entweder in einer E-Mail oder auch auf YouTube, dass ich der Antragsteller war. Das heißt, blende doch den Screenshot ein, dass ich derjenige war, der dich gestrikt hat. So schwer ist das gar nicht. Ich erlaube es dir. Ich erlaube es dir, ein Bild davon hochzuladen. Es ist in Ordnung. Ich fühle mich dadurch nicht gekränkt. Ich würde dir auch nichts antun, wenn du das machen würdest. Also da würde ich nicht sagen, hier wegen Datenschutz, bla bla bla. Mach das gern. Hätte ich kein Problem. Der liebe Alpha Kevin verheimlicht uns da etwas. Also ich verstehe gar nicht, wieso man Leute strikt, vor allem wenn man Motto-Meinungsblogger ist. Außer wenn vielleicht irgendwie deine Adresse oder so geleakt wurde. Da kann ich es verstehen. Aber du benutzt doch selber tagtäglich Videomaterial von anderen Leuten. Also das geht mir bis heute nicht in die Birne rein. Was? Selber tagtäglich Videomaterial. Irgendwie deine Adresse oder so geleakt wurde, da kann ich es verstehen. Aber du benutzt doch selber tagtäglich Videomaterial von anderen Leuten. Also das geht mir bis heute nicht in die Birne rein. Junge, ich habe niemanden gestrikt. Ist der komplett hängen geblieben, ist gerade die Frage, ja? Ich habe den nicht gestrikt. Und der argumentiert jetzt, ja, also du benutzt ja auch die ganze Zeit Inhalte von anderen YouTubern. Es geht mir nicht in die Birne, wie du andere striken kannst. Digga, ich habe ja niemanden gestrikt. Dementsprechend ist es für mich auch gar kein Problem, dass ich andere Videoinhalte nutze. Weil ich verlange auch, dass die mich nicht striken, wenn ich die nicht strike. Was kann ich dafür, wenn man gegen die YouTube-Richtlinien verstößt, mich als Hurensohn oder sonst irgendjemand darstellt, beziehungsweise bezeichnet oder auch beschimpft und dann wird man gestrikt. Da kann ich doch nichts dafür. Wenn man die ganze Zeit mit irgendwelchen Beleidigungen um die Ecke kommt, braucht man sich nicht wundern, dass man irgendwann einen Strike bekommt. Ratet mal, warum zum Beispiel ein ABK mehrere Strikes bekommen hat. Das war auch nicht einfach ohne Grund oder weil irgendjemand gesagt hat, Alter, den strike ich weg aus persönlichen Gründen. Nein, er wurde auch des Öfteren gestrikt, weil YouTube gesehen hat, das war gegen die Richtlinien, dementsprechend wurde er gestrikt. Ich persönlich habe gar nichts gegen ABK, ich bin sogar relativ gut mit ihm. Schenkt diesem Alpha einfach keine Aufmerksamkeit mehr. Ihr merkt langsam selber, wie falsch der ist. Ich küsse eure Herzen und haut... Das war das Video. Was? Das war das Video, das ganze Video. Das waren jetzt 3 Punkte. Und Real Talk, alle 3 Punkte haben nicht gestimmt. Mit Belegen kann man zeigen, dass es nicht der Wahrheit entspricht. Es war ja alles falsch.
Es war alles falsch. Von vorne bis hinten alles falsch. Ey, sorry, aber den kannst du kein Like geben. Das ist von vorne bis hinten wirklich ein komplett schlechtes Video gewesen.